Das große Los hatte der FC Tüging mit dem letzten Saisonspiel gezogen. Ausgerechnet der bereits feststehende Meister in der Landesliga Südost, der TuS Holzkirchen, kam zum letzten Heimspiel der Saison ins Raiffeisenstadion am Wasserschloss nach Tüging. Während Holzkirchen hier ein vergnügtes Abschlussspiel präsentieren konnte, ging es für den FC Tüging denkbar knapp aus. So enthielt die Stadionzeitschrift eine umfangreiche Erklärung, die genau begründete, warum der Klassenerhalt bereits feststand. Auf dem Spielfeld erwartete Landesliga-Spielgruppenleiter Harald Hase die Gäste aus Holzkirchen, gratulierte zum Aufstieg und überreichte ihnen die Siegermedaillen und dem Spielführer die Meisterurkunde und einen Wimpel. Für die neue Saison in der Bayernliga wünschte er ihnen viel Erfolg und alles Gute. Nach dem Siegerfoto ging es zurück in die Begrüßungsreihe. Tüging begann in der üblichen Aufstellung ganz in Schwarz von links nach rechts, Holzkirchen in Weiß-Grau, demnach von rechts nach links. Ein erster Aufreger gleich in der ersten Minute. Für diesen Schultereinsatz hätte Schiedsrichter Thomas Zippe auch Elfmeter geben können. Tüging begann furios und hielt die Gäste in der eigenen Hälfte fest. Dann kann sich Holzkirchen fangen, Tüging kann klären. Der nächste Angriff geht ins Tor aus. Dann geht's längere Zeit im Mittelfeld hin und her, ohne dass eine der Mannschaften hätte Akzente setzen können. Bis zur 22. Minute, als Tüging mit Edi Ikakbon über links kommt. Samet Baha auf Tim Bauernschuster, dessen Flanke hoch drüber geht. Holzkirchen über rechts flankt auf Umberto Nasuti, der quer spielt. Andreas Kronburger muss vor dem eigenen Mann retten. Einwurf Holzkirchen. Aus dem unübersichtlichen Getümmel heraus geht der Ball neben das Tor. Dann probiert Holzkirchen durch die Mitte, scheitert aber an der breitstehenden Tüginger Abwehr. Tüging spielt den Ball Benedikt Basselsberger in den Lauf, der die Ruhe besitzt und Benedikt Zeisel im Holzkirchener Tor keine Chance lässt. 1:0 in der 37. Minute und seit langer Zeit erstmals die Führung in einem Spiel für den FC Tüging. Freistoß für Holzkirchen nach diesem Foul von Bernd Prindl an Leo Trim Sikiraka. Erst hält die Tüginger Abwehr und Florian Voigt jagt das Leder hoch übers Tor. Holzkirchen versucht's durch die Mitte. Umberto Nasuti passt quer, Florian Voigt nimmt den Ball mit dem Kopf und überrascht den chancenlosen Andreas Kronburger. 1:1 Ausgleich in der 40. Minute. Nochmal Freistoß nach Foul von Sergei Volkov. Auch im zweiten Anlauf keine Gefahr für den Tüginger Kasten. Schiedsrichter Thomas Zippe pfeift pünktlich zur Halbzeitpause. Der zweite Durchgang, jetzt Tüging von rechts nach links. Nach kurzer Auseinandersetzung liegen die Gäste Stefan Lechner vor, der allein vor Andreas Kronburger auftaucht. Kronburger bleibt Sieger. Gleich drauf legt Benedikt Basselsberger Tim Bauernschuster vor, der gleich flankt. Der Ball knallt erst an die Latte und fällt dann Johannes Schreiber vor die Füße, der in aller Ruhe einschiebt. 2:1 Führung, kaum eine Minute noch wieder am Tisch. Andreas Biedelmeier bei den Gratulanten, Tüging aus dem Häuschen. Andreas Bichelmeier wechselt doppelt. Für Edi Ikakbon kommt Alexander Fuchshuber und für Johannes Schreiber Dominik Giesecke. Holzkirchen gibt sich aber nicht geschlagen. Die Flanke von Florian Wild hätte ein Missverständnis in der Abwehr beinahe zur Gefahr werden lassen. Die Ecke spielen die Gäste indirekt. Kronburger kann nur abtropfen lassen. Das nutzt Stefan Lechner und gleicht aus zum 2:2. 53. Minute, alles wieder offen. Bacher spielt nach rechts, bekommt den Ball zurück und zieht ab. Der Lattentreffer hatte die Gäste aufgeweckt. Sie übernehmen wieder das Kommando und halten Tüging einige Minuten in der eigenen Hälfte fest. Dann kann sich Stefan Lechner fast bis zu Andreas Kronburger durchkämpfen. Pures Glück, dass Florian Voigt hier nicht drankommt. Holzkirchen dominiert jetzt die Tüginger Hintermannschaft und zwingt Kronburger zu einer Glanztat. Weiter Einwurf für Holzkirchen. Die Kopfabwehr geht nicht weit genug. Der Ball fällt Benedikt Guglielmo vor die Füße, der durch die Beine hindurch trifft zum 3:2 Führungstreffer. 76. Minute.
Die Freude zeigt, dass die Gäste den FC Tücking doch etwas unterschätzt hatten. Das versuchen sie jetzt zu korrigieren und kommen gleich wieder über links. Allerdings nicht konsequent genug. Gleich drauf schickt Tücking den Ball über rechts. Florian Voigt rettet im 5-Meter-Raum. Die Ecke kann Benedikt Zeisel wegfausten, den Nachschuss hat er sicher. Dann kommt Holzkirchen über links, spielt Umberto Nasuti an, der an der Abwehr scheitert. Nach einigem Geplänkel flankt Nasuti in die Mitte, wo ihr Stürmer das Tor nur knapp verfehlt. Holzkirchen wieder über links, Julian Allgeier zieht einfach mal ab und verfehlt nur knapp. Es brennt jetzt auf Tückinger Seite. Eine ähnliche Situation wie vor dem 3:2. Weiter Einwurf für Holzkirchen, diesmal ohne Gefahr. Tücking durch die Mitte, Basselsberger auf den eingewechselten Max Meyer. Große Aufregung, als der Schiedsrichterassistent hier Abseits erkennt. Die Aufregung zu Recht. Der Schiedsrichter muss seine Entscheidung FC-Chef Klaus Meyer erklären. Wieder Holzkirchen über links. Sie spielen den komplett freistehenden Max Preuß an, der hinter Andreas Kronberger vorbei das Tor nicht trifft. Im direkten Gegenzug legt Basselsberger Max Meyer vor, der im Fünfer verstolpert. Tücking lässt nicht locker. Sergej Wolkow kann sich behaupten. Ganghofner haut drauf und Schiedsrichter Thomas Zippe zeigt sofort auf den Punkt. Elfmeter für Tücking. Die Verantwortung übernimmt Tim Bayernschuster, der Benedikt Zeisel keine Chance lässt. 3:3 Ausgleich in der 85. Minute. Dann noch Gelb für Alexander Fuchshuber für dieses taktische Foul an Max Schulz. Kurz vor Schluss verabschieden die Kollegen Tim Bauernschuster unter dem Applaus der Zuschauer, der damit seine fußballerische Laufbahn beendet. Damit war es vorbei und endete mit einem überraschenden Ergebnis. Zwar rutschte der FC Tücking in der Schlusstabelle der Landesliga Südost noch auf Platz 12 ab, zeigte aber gegen den Meister, dass dieser Tabellenplatz nur den Startschwierigkeiten am Saisonanfang zu verdanken war. Das sah auch FC-Chef Klaus Meyer so. Ja, grundsätzlich haben wir natürlich den Saisonstart verpasst mit 9 Spielen in Serie, wo wir nicht gewonnen haben. Das macht natürlich schon mal einen Unmut. Und dann ist man ja erst eigentlich gegen einen Tabellenführer gelandet, dann eigentlich im 10. Spiel hat man dann den ersten Sieg gemacht. Und wir haben einen Umbruch gehabt in der Mannschaft. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Das Trainerteam Udo Sügrener und auch unser Chefkoch Andreas Bichlmeier haben es geschafft und auch verstanden, die Mannschaft zu formen und dementsprechend dann auch eine Mannschaft aufs Feld zu schicken, die hier auch bestehen kann. Und mein Respekt an das Trainerteam, aber auch an die Mannschaft. Sie hat sich gefunden und ist jetzt wieder eine richtig geile Truppe. Und uns darf das für die nächste Saison in der Form nicht passieren, dass wir 9 Stück in Serie nicht gewinnen. In der Landesliga würde das nicht verziehen. Und du musst dann alle Register ziehen, damit du da nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehst. Andreas Bichlmeier, wie haben Sie das Spiel gesehen? Zum Spiel heute, ja, Holzkirchen war klar. Mannschaft, die wo ein gutes Positionsspiel hat, nach vorne immer gefährlich ist und eine gute Balance halt einfach im Spiel. Aber ich denke mal, wir haben es relativ gut gemacht. Da die Räume zwischen die Ketten relativ gut zugelaufen. Und im Endeffekt ist dann ein bisschen ein Torfestival geworden für die Zuschauer, ganz schön. Das war ein anderes Tor, war ein bisschen geschenkt dann, aber nichtsdestotrotz. Glaube ich, kann man mit der Saison zufrieden sein und die Mannschaft ist wieder ein Haufen geworden und da kann man nur drauf aufbauen. Und von dem her freut es mich und werden wir nächstes Jahr 3 Wochen Pause jetzt und dann greifen wir wieder an. Bleibt die Mannschaft in der nächsten Saison zusammen? Ja, wir haben nur ein paar kleine Veränderungen werden wir vornehmen. Wir werden den Kern zusammenbehalten. Gott sei Dank, wir haben die Zusage von allen Spielern, bis auf Tim Schwedes, der uns verlässt, dann Bauernschuster Tim, der seine Karriere beendet. Ist jetzt so ein Wälder, die Susa Lima, der uns verlässt Richtung Kassel. Aber ansonsten haben wir ja schon namhafte Neuzugänge auch präsentiert, die ja auch bekannt sind. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere noch dazu, aber wir wollen nicht den großen Umbruch machen, sondern wir wollen schon den Kern behalten und wollen hier aufbauen für die neue Saison. Wann geht's wieder los? Ja, am 15.07. ist dann letztendlich der Startschuss für die Landesliga-Saison für die neue.
Und ich hoffe, dass wir da wieder einen guten Start haben. Wir haben auch da hier 14., 15. und 16.7. feiern wir 15 Jahre FC Tökingen. Haben wir hier am Stadion ein riesen Event mit Festzelt. Und ich hoffe, dass wir unseren ersten Spieltag dann gleich positiv gestalten können, um mit einem Sieg in die neue Landesliga-Saison zu gehen.